Hallo Leute, heute hier in Elektroenergie 5 Minuten. Die Quellenkennlinie möchten wir bestimmen von dieser Schaltung hier. Ja, wie geht jetzt sowas? Also ich habe jetzt hier, wenn ihr hier oben rauf guckt, ist die Quellenspannung gegeben von 2,5 Volt und hier oben der Innenwiderstand mit 25 Ohm gegeben. Und das müssen wir jetzt verwenden, um die Quellenkennlinie zu zeichnen, weil die Quellenkennlinie ist von hier, von der Quelle. Also, wie funktioniert jetzt das? Also zuerst mal Quellenspannung, hier 2,5. Hier ist UQ, kann ich hier schon mal so ein Kreuz machen. So, jetzt brauche ich hier noch was und Strom. Näher berechne ich diesen Strom. IQ, manchmal auch IK abgekürzt als Kurzschlussstrom. Kann man sehen, wie man will. 2,5 Volt, also Spannung geteilt durch Widerstand. Und das ergibt mir hier 0,1 Ampere oder 100 Milliampere. Ja, super, das ist ja gleich hier oben. So, und jetzt brauche ich ein großes Lineal und gehe jetzt hier von hier rauf, zack, und das ist meine Quellenkennlinie. Und weil ich heute so gut drauf bin, bestimmen wir gleich noch den Arbeitspunkt. Also der Arbeitspunkt wäre dann hier, klack, 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 dieser Schnittpunkt, klack, 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 geht hier runter und hier klack, 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 geht hier rauf. Hier bin ich bei, was weiß ich, 1,6 Volt und hier wäre ich bei 40 mA. Also U am Arbeitspunkt ist 1,6 Volt und I am Arbeitspunkt ist 40 mA. Ja, und so haben wir den Arbeitspunkt grafisch bestimmt, natürlich in Abhängigkeit von eurer Zeichengenauigkeit, was natürlich wesentlich besser ist als meine, nur dazu. Nur da muss ich hier mal so anmerken. Ja, sind wir noch fertig. Und jetzt in der nächsten Teilaufgabe wird es jetzt ein bisschen interessanter. Und zwar, jetzt schalten wir hier nämlich, seht ihr das? Eine Diode dazu. Kennt ihr die, gebe ich euch gleich von der Diode. Und wie sieht es eigentlich dann mit unserem Arbeitspunkt aus? Das seht ihr im morgigen Video, beziehungsweise wenn das Video schon online ist und ihr seht jetzt einfach so, einfach in die Playlist die Diode reingehen und dann seht ihr das natürlich auch, wie das funktioniert. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, hier oben abonnieren, damit unterstützt du diesen Kanal und damit der weiter wachsen kann mit zig neuen Videos und so weiter und so fort. Und hier oben geht es mit einem weiteren coolen neuen Video weiter. Also in diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.